So, ich grüße euch zum 250 Abo Special. Heute spielen wir ein etwas brutaleres Spiel. Ich muss zugeben, das ist eines der brutalsten Spiele, die ich kenne. Nämlich Postal 2. Und was man da alles anstellen kann, das ist menschenverachtend. Und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe das schon ein bisschen angespielt. Aber, ja. Also für die, die ein bisschen sensibler sein sollten, ihr solltet das Let's Play vielleicht nicht anschauen und gleich abschalten, weil das ist etwas, ja, das ist etwas härter, das Spiel. Also, ich würde vorschlagen, alle unter 18 sollten jetzt mal abschalten, auf meine Empfehlung her. Naja, gut, aber fangen wir mal an. So, Montag. Und es kommt ein Ladebildschirm, der höchst spannend ist. Wir sehen momentan... Oh Gott, jetzt hat er gerade einen großen Teil übersprungen. Ich bin begeistert. Running with Scissors. Präsentiert. Postal 2. Impressed. Here's one for your mother. Ow! The dude. It's the devil's rectum in here. When did we move to hell? You were the one who insisted on relocating for that stupid video game job. Yeah, well, crack doesn't by itself, you know. Why isn't the AC on? Broken. Of errands for you on the Fred. Jesus, woman. Where's the milk? It's on the damn list. I'll put you on a damn list. What the? Dog. Don't let the dog out. Crap. And don't forget my rocky road. Yeah, whatever. Let me guess. Thank you.
I can tell this is going to be an interesting day. Spiel leckt überhaupt nicht, fällt mir gerade so auf beim Spielen. Ja, gut, was haben wir denn so alles? Momentan stehe ich einfach nur so rum und kann nichts machen. Moment, ich versuche es mal zu fixen. Bis gleich. Gut, jetzt geht's auch wieder. Ich glaube, ich sollte mal einiges zum Spiel sagen. Und zwar ist es ein Spiel, wo man ganz normale Sachen tun muss, zum Beispiel so Eier einkaufen oder Milch einkaufen. Und ja, man hat eigentlich die Wahl, es auf die natürliche Weise zu machen. Entweder man macht es auf die, ja, auf die Weise, wie man es normal macht. Zum Beispiel, man geht dann normal hin und kauft das Ganze ein. Oder man nimmt seine Schaufel, wie jetzt zum Beispiel, und überfällt das Ganze und holt sich die Milch. Auf die radikale Art. So, press end to smoke this. Warning, cautious. Ah ja, okay. Das Spiel verherrlicht das Rauchen. Das ist ja schon mal gut. Ist hier vielleicht ein Hund drin? Hallo Hund! Champs Haus! Champ, wo bist du? Hm, egal. So, und was ist das? Ja, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht so ganz. Don't forget to press E to hide your weapon. Ah ja, okay, damit kann man die Waffen wegschieben. Also, sodass zum Beispiel die Polizisten die nicht sehen. Ne, Kollege? Look out. Hä? Was? Muckst du dich auf, hä? Pass auf, ich hab ne Schaufel. Oder was hab ich da noch? Oh! Entschuldigung, war Absicht. Nein, ich möchte das nicht öffnen. Lass mich! Hilfe! Moment, ich muss mich gerade hier. That's the ticket. Mit der Steuerung ein bisschen zurechtfinden. Egal. Okay, jetzt laufen wir einfach mal rum. Ja, das habt ihr ja gerade gesehen, was man machen kann. Man kann die Gegner so anpissen, dass sie durchnässt sind, sage ich jetzt mal. Feuerzeug. Und warum leckt es jetzt so ein bisschen? Egal. Ignoriert es einfach, falls es leckt. Das hatte ich gestern schon in Team Fortress 2. Komischerweise. Moment. So, jetzt. Gut, schauen wir mal auf die Map, was wir machen müssen. Na, wo ist die Map? Nein, das ist falsch. Huch! Ah! Der hat eine Waffe! Was habe ich dir getan, dass du mich so angreifst? Selber schuld. Ich hab bloß die gecuttete Version. Moment, ich muss mal kurz ein bisschen hantieren da. Ah, nein, das ist die, oh. Hat er uns gesehen, der Bulle? Ich meine, der Polizist, Entschuldigung. Guten Tag, ich möchte hier meine Wäsche abgeben. Ab sofort kaufe ich mir eine Cola. Hm. Hey Sie! Ich möchte meine Wäsche abgeben. Wo kann ich das denn machen? Hallo? Wo? Oh! Na komm schon! Wo? Oh! Huch! Oh! Na komm her! Ja, das ist so ein fetter Polizist, der... Oh Gott, der hat eine AK. Ich verpiss mich, ich verpiss mich. Das ist mir jetzt ein bisschen zu krass hier. So, ich verstecke mich hier total männlich hinter dieser Mülltonne. Guten Tag. Können Sie mir erklären, was da so abgeht? Hier ist es so laut. Hey, Sie. Was? Achso, ja, danke. Ich muss mal da durch. Wäre echt nett, wenn du... Danke. Oh, Oh, Entschuldigung, Absicht. Ich kenne mich mit der Steuerung nicht so aus. Ah, das ist weglegen. Oh. Ist dir nicht gut? Hm.
Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Kann ich euch helfen? Hey, Sie. Nein, tue ich nicht. Das sieht bloß so aus. Das ist nur ein Unfall. Ein Arbeitsunfall. So, ich habe jetzt keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen jetzt eigentlich so Milch, ne, holen, ne? Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich die Map öffnen kann. Komischerweise. Oh, das ist der Chat. Den möchte ich nicht öffnen. Ich laufe jetzt einfach mal weiter und schaue, was wir jetzt so Lustiges machen können. Oh, eine Katze. Na, leck auch. Hallo, Meets. Geht's dir gut? Moment. So, sorry, falls es immer so stoppt. Ich muss nämlich ab und zu mal einfach so pausieren, weil das Spiel manchmal umzickt. Hä? Vor was rennst du weg? Meets? Du hast die Meets verscheucht. Schäm dich. Na, komm. Komm her, du bist meine Schlampe und ich bin der Zuhälter. Wo ist mein Geld? Ich will mein Geld. Komm sofort her. Wo immer du hinläufst, ich werde dich finden. So, was ist denn hier? Harris Pipes for Sale. Okay. This must be the Emporium to the local Harris Pipe. Blablabla, keine Ahnung. Mein Englisch ist nicht so gut, deswegen kann ich das nicht so richtig verstehen, was da steht. Oh, guten Tag. Hello. Hi there. Is this everything? Yes. I'm sorry, but you need more money. My bad. Was verkaufen die denn? Was heißt Health Pipe? Verdammt, ich hätte in Englisch besser aufpassen sollen. So, jetzt dränge ich mich hier nochmal vor. Hey. I feel like... Hi there. Is this everything? Yes. Oh mein Gott. I'm with stupid. Hey, ich will auch so ein T-Shirt. Employers only. Oh. Ich, war nicht drin. Das, oh. Hey, Sie! Geben Sie mir Ihre Waffe! Ich bin Polizist! Dankeschön! So. So, oh, 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 oh. Erschreck mich doch nicht so. Meine Güte. Hat hier die ganze Welt eine Knarre. Wobei, wir sind hier in den USA, da ist es noch völlig normal. Das ist ein völliger Alltag in den USA. Verpisst euch! Ich muss hier Milch kaufen. Aber ich finde sie nicht. Weil ich zu blöd bin, die Map jetzt zu öffnen. So, ist hier was drin? Nein. Das rauche ich doch glatt. Hey, sieh! Es regnet. Mann, ich glaube, die ist jetzt wirklich angepisst. Hier ein kleines Regenschauer. Na, Regenschauer! Ja, leck! Verdammt! Nicht gut! So, hier, es regnet. So, Hose wieder zu. Ich glaube, ich laufe jetzt mal so rum. Das ist bestimmt ganz witzig. Na, wie mache ich das denn jetzt? Hose runter. So, jetzt. La 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 la. Meet the Meat World. Now the flowers will grow. Road closed until Thursday. Achso, okay. Hey, Sie. ATF. Das hatte ich von der ATF. Wow! Leck mich! Ich verpiss mich. Ein Auto, können wir da einsteigen? So GTA-mäßig. Nein, wir kommen da eher nur in die Textur rein. Super, ich verstecke mich jetzt einfach mal in der Textur. Hier wird mich keiner finden. Ich sagte, hier wird mich keiner finden. Oh. Diese Polizisten und ATF-Leute. Oh. Hallöchen, Miss.
Kein Grund, gleich den Kopf zu verlieren. So, wo sind wir hier jetzt eigentlich? Ich zünde es mal an. Warum geht es nicht? Das ist Feuerholz, das sollte eigentlich brennen. Unlogisches Spiel. So, achso, hier war der vorhin der... Kann ich das jetzt einfach so nehmen? Ich meine, der Typ ist ja eigentlich nicht da, ne? Ich probier's mal. Zunächst muss ich mich hier von dem Leck befreien oder der Computer, whatever. Geht anscheinend nicht. Ich mach mir jetzt mal was zum Essen. Geht auch nicht. Mann, das Spiel wäre cool, wenn es so Sims-Dingens wäre, wenn man so Sims-artige Sachen machen könnte, zum Beispiel so Sachen kochen oder sowas und Leck schon wieder. Okay, wieder aufgenommen. Ach übrigens, das Gedröhne da im Hintergrund, das ist nicht von meinem PC oder sowas, sondern das kommt tatsächlich vom Spiel, was ich sehr scheiße finde, weil das einfach nur nervt und ich da keinen Sinn dahinter verstehe. Wer schreit denn da? Die haben vielleicht Probleme. Hey du, was suchst du, schöne Frau, hier an so einem kalten Ort? Die ignoriert mich? Gut, ja. Ich werde jetzt mal versuchen, ein paar Missionen zu machen. Dafür muss ich jetzt ein bisschen rumexperimentieren mit den Tasten. Na, was schaut ihr so? Habe ich was verbrochen? Ja, ich glaube schon. Oh, jetzt habe ich hier das Ding geöffnet. Nein. Was? Vor was rennst du weg? Das schaue ich mir mal genauer an. Oh. Leute, tut was! Der ist ohnmächtig! Leute! Nicht wegrennen! Hilfe holen! Achso, ja, du holst wahrscheinlich Hilfe. Im Fire Hall. In the Fire Hall. Ich schau mal da rein. Oh. Ist das das, was ich denke? Erstmal hier wieder ein kleiner Leck. Super. Haben wir gleich. So, ich hoffe, diese Musik, was hier jetzt läuft, wird nicht von irgendjemandem beansprucht. Ansonsten muss ich diesen Part wieder irgendwie halbieren, wie bei Minecraft. Also ich schreit mal la 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 la. Scheiß Musik, diese ist nicht Copyright-geschützt. Oder vielleicht doch, egal. Hey Sie! Der Typ, da sind so Typen drin. Und was machen Sie? Sie sind Polizist. Warum machen Sie hier nichts? Sie müssen dir doch helfen. Echt toller Polizist. Willkommen in den USA. Was vorrastest du weg? Was ist das eigentlich? Großmann Arcade. Okay. Hey Kids, play there! Sim. Oh, verdammt, Leck. Sim Homeless. Achso. Gut. Hier gibt's Spielautomaten. Das ist gut. Können wir hier vielleicht was spielen? Ich schalte jetzt, ich muss mal den Knopf drücken. Geht nicht. Das ist Space Invaders. Was ist das auch? Huch. Was geht hier ab? Die hat anscheinend noch nie einen Spielautomaten gesehen und rennt weg vor Furcht. So, Sun Homeless. Achso, das ist so ein Spiel, deswegen diese Plakate. Hey Sie! Hallo? Hallo? Warum ignorieren Sie mich? Und warum haben Sie eine Knarre? Das ist ein Spieleladen. Hier wird keine Knarre getragen. Oh. Das ist echt ein schönes Bild. Was ist das? Ah, hier kann man hier kann man was abheben. Jetzt habe ich Geld einfach so bekommen. Oh oh. Nein, ich wollte hier nichts überfallen. Das ist ein Versehen. Das war ein Versehen. Wirklich, wirklich. Bitte tun Sie mir nichts. Oh. Tut mir leid, das war Notwehr. Ich bin in den USA. Ich darf sowas. So. Habe ich da jetzt was aktiviert? Ich werde gewinnen. Oder vielleicht auch nicht. Gehen wir mal hier nach oben. Hey, du. Kannst du mir ein paar... What the f... What the f... What the f...
Was tut die denn hier? Moment, warte, ich muss hier erst einmal. Alter, was tut die Shotgun her? Boah, das Spiel ist voll unberechenbar, ich habe Angst. Hey, sie, gewinnen sie für mich, sonst passiert etwas. Mann, mein Herz dreht durch. Ja, beruhig dich, Herz. Huh. Lass mich in Ruhe, ich will hier spielen. Aber die Leute wollen mich nicht spielen lassen. Geh sie mal da weg, ich muss hier durch. Dankeschön. So, ich kaufe mir was zum Trinken. Soda hätte ich gerne. Geht nicht. Aber es wäre echt schön, wenn man hier die ganzen mit ein paar Sachen interagieren könnte. Zum Beispiel mit den Automaten hier oder mit den Spielautomaten da. Oder mit einer Uhr zum Beispiel. Das waren, keine Ahnung. Schulfe. Huch, die Uhr ist stehen geblieben. Sowas. Na, mit der Uhr zum Beispiel, damit man die vielleicht stellen könnte oder so. Damit das Ganze ein bisschen real-life-mäßiger rüberkommt. Aber ich glaube, das würde viele Spieler zum Amokläufer machen. So, oh. Weil ich jetzt zum Beispiel sowas mache. Du kommst hier nicht durch. Ja. Was hast du denn für Probleme? Also ich habe sicherlich keine. Oh, hier liegt eine Waffe. Lalala. Schöner Tag heute, es regnet, nicht wahr? Eigentlich wollte ich jetzt das nicht machen, sondern ich wollte was anderes machen. Nämlich endlich mal die Mission hier machen. Ja, so ist es richtig, genau. Okay, ich laufe jetzt mal zu diesem X dorthin und zwar, wo geht's denn hier jetzt lang? Okay, gut, wir müssen einfach hier Lucky Gains. Okay, hier finden wir Milch, ich muss jetzt mal nachschauen. Lucky Gains. Oh! Lass mich hier mal vorbei, ich bin nicht böse auf dich, ich will nur hier durch, ja? Doch du ziehst einfach so eine Waffe und bedrohst mich, das ist nicht cool. Oh, und du auch nicht. Warte, das haben wir gleich. So, ganz einfach. Und ich habe nur noch ein Warum komme ich immer dorthin, wenn ich R drücke? Achso, ich habe nur die zwei Waffen. In Anführungsstrichen Waffen. Ah nee, das ist. Ah ja, das sind wahrscheinlich diese Sekundärwaffen. Ah, okay, ich habe jetzt die Steuerung einigermaßen raus. Ich habe mal Bock, so einen Benzinkanister zu finden. So, ja, ich jetzt geradeaus, genau. Oh, ich sollte vielleicht meine Waffe wegziehen. Zieh deine Waffe weg, danke. Mann, ich sollte vielleicht mal zum Arzt gehen. Ich habe einen sehr schwachen Puls. 16. So, hier geht's in ein neues Areal, deswegen hier ein weiterer Ladebildschirm. Na, jetzt aber. Autosave, sehr gut. Okay, gut. Lucky Dingens. Ich schau mal wieder auf die Map. Get the fuck down. Was? Get down if you don't wanna die. Hey du! Get the fuck down! Hey Vibe! Get down! Get the fuck down! Get down if you don't wanna die! Ah ja, okay, das ist Lucky. Was? Wie heißt das? Lucky Games oder so ähnlich. Ja, genau. Das heißt, wir sind hier richtig. Waffe weg, Junge! Junge, Waffe weg! Wir sind hier jetzt mal anständig, ja? Yes, we have milk! You buy, Joe! God, what's that awful stench? So, Moment. Nur mal kurz, Okay, gut, Was ist das? Ist doch Arabisch, oder? Ach, keine Ahnung. Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I wanna know. Oh, Entschuldigung. Get down. Get down if you don't wanna die. Lass mich mal da durch. So, Milch. Wir müssen Milch irgendwo finden. Gehen wir mal in die Milchabteilung. Und die ist hier, oder? Fußball!
WM 2014, willkommen in Brasilien. Jetzt brauche ich nur noch ein Tor. Das ist die Tiefkühlabteilung. So, ich tue das jetzt mitgehen lassen. Ich tue es jetzt einfach mal raus irgendwie aus dem Supermarkt bringen. So, jetzt machen wir einen auf Ladendieb. Hey Sie, ich möchte das hier kaufen. Lalalala. Man, stellt euch mal vor, ihr würdet es in Real Life machen, so einen Karton hier in dem Supermarkt hier rumschieben. Die Leute werden denken, was macht ihr denn da? Und die werden euch wahrscheinlich alle angaffen. Naja, gut, wieder ein kleiner... Ah, er hat sich wieder gefangen, sehr gut. Jui, das macht so viel Spaß. Ich muss hier ein bisschen... Ach, egal. So, Milch, Milch, Milch. Hier ist die Milch, oder? Ist das Milch? Gott, Milch. Sehr gut. Und wie nehme ich das jetzt auf? Nein. Oh, nein. Na, wie nehme ich das jetzt auf? Ich will diese... Ah, ja. Gut, die Milch hätten wir jetzt da soweit. You picked up a carton of milk. So, jetzt können wir die Sache bezahlen. Oder wir können einfach abhauen und einen auf Ladendieb machen. Aber zunächst muss... Okay, gut. Na, jetzt aber... Spiel? Spiel, ich weiß, das Spiel ist ein bisschen älter. Und du hast Probleme, das jetzt aufzunehmen. Aber, ja, gut. Das Spiel ist übrigens 10 Jahre alt. Es kam 2003 auf den Markt. So, ich glaube, ich mache jetzt mal einen auf Ladendieb. Muhahaha. Boah, habt ihr das gesehen, ey? Der zuckt einfach seine Waffe, obwohl ich hier eine Packung Milch geklaut habe. Typisch USA. Gut, wir haben jetzt die Milch. Was machen wir jetzt? Wir Cash-Check. Okay, laufen wir mal dorthin. Hey Kids, your parents are going to die. Fee of America. Ach, schön. So, oh, das sieht ja ziemlich nach einer Altstadt aus. Hier jetzt, der Bereich. Ich geh mal dort dran. Hallo Meets. Closing for fire inspection. Will reopen Thursday. Okay, können wir erst da hin. Ach, übrigens möchte ich das, ja, das ist ein kleines Let's Play, sag ich mal. Und zwar möchte ich bei jedem Abo-Special einen weiteren Tag machen. Ah, da, 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 Musik, die Copyright geschützt ist. Moment, ich muss hier jetzt am ersten Mal. Musik. Ach, verdammt, mein Spiel ist jetzt gerade abgestürzt, wo ich die Musik ein bisschen runtersinken wollte. Okay, vergessen wir das mit dem, Let's Play. wahrscheinlich werde ich es an einem anderen Tag Let's Playen. Sorry gerade für den Dingens, ne, für den Huster. So, was ist hier? Hey, diese Frau! Hey, ist ja alles cool. Ich habe nur deinen Computer zerstört, der übrigens noch läuft, was total logisch ist. Ich tue dir nichts, keine Angst. Wenn du wegrennst, gibt's noch mehr Ärger. That's the ticket. So, okay, jetzt haben wir sie erfolgreich verjagt. Also Leute, die perfekte Methode, um Frauen anzumachen. Pinkelt sie einfach an. Die Frauen stehen total drauf. So, das muss man hier ein bisschen umbauen. Ich bin Praktikant, ich muss hier ein paar Sachen umbauen. Gibt's Probleme? Oh, tut mir leid, ich bin neu hier. So, und jetzt? Get down. Ich muss mal mir die Hände waschen. Jetzt wird's ein bisschen ekelhaft. Und zwar... Oh! Ich muss mal kurz... Oh! Und zwar, Moment... Machen wir's mal... Nein, nicht so, sondern so... Nein, auch nicht so! Oh, yeah.
Ja, okay, gut. Ich glaube, das Let's Play wird von YouTube gesperrt werden, vermute ich jetzt mal. ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, warum. Weil die Amis ja so leicht reizbar sind, wenn man irgendwie was ne und so macht. Oh, wo haben wir den denn gefunden? Das ist cool. Da fällt mir was ein. Hey! Hey Officer! Ich hab das hier gefunden! Beweismaterial! So! Hey Sie! Ich habe das hier gefunden! Lacke einfach so rum! Was soll ich jetzt damit machen? Wow, ich habe hier doch nur, oh. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Mir ist nur mein Finger ausgerutscht. Ich hab so eine leichte Krankheit, wo, ach egal, ich muss jetzt mich jetzt nicht zu allem äußern, was ich hier mache. So Fenster einschlagen. Nein, keine Lust. Wobei, lassen wir uns mal verhaften. Ich habe jetzt mal Bock drauf. Ja, cool bleiben. Alter, nein, ich wollte mich doch nur verhaften lassen. Chill mal, chill. So, dann kommen wir nämlich zu einem Police Officer und dann, was hast du denn für Probleme? Ich habe eine kugelsichere Weste. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Das ist mir jetzt zu ein großes Geraffel. Übrigens gibt es hier beim Polizeirevier bessere Waffen, glaube ich. So. Na, oh, Setzer, nein, nicht das, Hilfe, nein, Hilfe, Moment, ich möchte hier, jetzt eine andere Waffe und so, nein, ja, doch, jetzt hier, so. Heißer Tag heute, oh. Ja, ein echt heißer Tag heute. So, gut, jetzt haben wir uns in eine Mumie verwandelt oder in den Zombie, whatever. Und, sind gestorben. Jetzt haben wir wahrscheinlich alle Waffen wieder weg. Aber ich möchte jetzt mal zu einem Polizeirevier. Und dann schauen wir mal nach, was wir dort für Waffen finden. Und die beste Möglichkeit, um dorthin zu gehen, ist, wir lassen uns verhaften. Und zwar suchen wir jetzt mal nach einem Cop und treten ihn mal in den Arsch, so richtig. Oder wir machen einen auf Perversling und zeigen unseren... ihr wisst schon. Entschuldigung, mir ist mein Fuß ausgerutscht. Ich bin Fußballer, ich habe dich für einen Fußball gehalten. I'm going to have to cuff you. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you. Gut, jetzt haben wir uns verhaftet. Ist doch verständlich, so gehört sich's auch eigentlich. Und ja, jetzt sind wir im Knast. Aber es gibt eine Möglichkeit auszubrechen und zwar müssen wir, wie ich es richtig in Erinnerung habe, hier so einen Feuermelder aktivieren. Dann öffnen sich die Zellentüren und wir kommen raus. Na, wie geht denn das nochmal? Jetzt da. Gut, die Sprengkläranlagen aktivieren sich und... Wer hat das eigentlich reingeschmuggelt, das Ding? Egal. Ist nicht so wichtig. So. Gut, jetzt suchen wir mal nach einer Waffe. Und zwar, was ist das? Granted or rather, oh, ein Radar. Okay. Interessant. Hat auch einen schönen Namen. Pass-Sniffer oder Pass-Sniffer. Lustig. Und hier wieder. Wir sind wir in Leckhausen gelandet. Moment. Ja, gut. Ich habe das jetzt wieder aufgenommen. Es leckt jetzt immer noch ein bisschen. Aber ich glaube, das wird sich gleich wieder fangen. Hoffe ich zumindest. Moment. So, jetzt hat sich's wieder gefangen. Jetzt haben wir hier ein weiteres Radar gefunden. So, schauen wir mal. Have you seen me? Have you seen me? Have you seen me? Have you seen me? No, I never see... I don't have seen you. Bigfoot spotted near paradise. Okay. Hier ist ein weiteres Radar. So. Treten wir mal ein paar Türen ein. Oh. Ja, super. Verdammt, wo geht's hier lang? Ich kenne mich hier nicht aus. Hilfe. Oh, Computer. Gib mir mal auf meinem Kanal. Old Man Murray. Das interessiert mich nicht.
Verdammt alte Röhren-PCs, wir hatten sowas heutzutage noch. Das müssen wir jetzt entsorgen. Fußball! Und Football! Können wir nichts öffnen? Mann, ich trete irgendwie jetzt so gerne. Bam! Bam! Na, jetzt aber! Leck! Danke! Boah, nee, du verhaftest mich jetzt nicht nochmal. Ich verpiss mich jetzt, und suche nach einer Waffe, nach einer guten Waffe. Natürlich könnten wir auch den Bullen killen, ich glaube, das mache ich sogar, aber jetzt mit dem Leck ist es mir jetzt ein bisschen zu heiß. Wow, eine blaue Tür, neue Mode. Führt zum Himmel, nein. Muss wegrennen. Ja. Toilette. So, lasst mich mal da durch, danke. Ist hier vielleicht eine Waffe? Verdammter Leck, ich hasse dich, Leck, hör auf. Ja, hier ist ein Verhörungszimmer. Gehen wir mal da rein, vielleicht finden wir da noch eine Waffe. Verdammt, Moment. So, wieder aufgenommen. Ach, übrigens könnt ihr euch das Spiel auf Steam noch herunterladen. Es war, glaube ich, bis dato in Deutschland initiiert. Aber irgendwie kann ich das jetzt auf Steam spielen. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich wurde das jetzt wieder in Deutschland verfügbar gestellt. Wegen so einer scheiß Grafik, muss ich mal. Oh! Ich glaube, das sind die Waffen, die uns einkassiert wurden, glaube ich. Tatsache. Okay, jetzt haben wir unsere Waffen wieder. Aber dass sie die einfach so ablegen, ich meine, die müssen doch viel besser gesichert werden. Geht da vorbei. Mann, ich bin ein total super Schütze. So. Muhahaha. Na komm schon. So. Danke für die Sachen. There you go. Was? No. Blablabla. Wir sind aus dem Gefängnis ausgebrochen. Erfolgreich. Sehr gut. Na, jetzt aber, lade, schneller. Autosave, sehr gut. Autosave, was? Ach, egal, nicht so wichtig. Paradise. Na, das Paradise würde ich jetzt nicht gerade sagen. Was denn? Ich rede hier nur über das Paradies. Achso, die denken wahrscheinlich, ich sei ein Terrorist. Hm. Oh, achso, ja, das, tut mir leid. Ich, kann mich einfach nicht beherrschen. Ein Röhren-PC. So, was ist hier? Employers. Achso, hier waren wir da vorhin schon mal, kann das sein? Oh. Definitely need more of that. Ist das hier eine Axtpraxis oder was? Tatsache. Und hier wären wir wieder. Ich glaube, hier waren wir tatsächlich schon mal. Gehen wir mal nach oben. Treten wir das Fenster ein. Hey Sie! Ich suche das Sekretariat, ich bin. Idiot. Neu hier! Okay, you're coming with me. Ich springe aus dem Fenster! Was gibt's denn zu gaffen? Habt ihr keine eigenen Probleme? Hallo! Oh, blablabla. Ein bösartiger Hund! Ich hasse Hunde! Verpiss dich! Ich töte dich! Deswegen mich nicht. Oh Gott! Was ist denn das für eine Töle? Ich schwör's euch! Mann, die sollte man einschläfern! Verdammte! So, du wolltest es ja nicht anders und du auch nicht! So, was soll man dazu sagen? Kopf ab! So! Verpiss dich! Ich will hier durch! Danke! So, was ist hier? Ein Polizeiauto. Ich hab. Oh. Ich versteck mich hier wieder. Wow. Räder. Ich glaube, die haben wohl ein Rad ab. Man, überall liegen Waffen. Echt überall. In jeder Ecke findet man Waffen. Typisch USA. So, wahrscheinlich werde ich jetzt viele Kommentare unten lesen,
Hey, USA ist gar nicht so. Doch, ist so. Seht ihr ja, das Spiel ist eine Simulation von den USA. Gut, was steht das Wetter? Every Sunday Paradise Times. Okay. Und hier wieder ein kleiner... So, okay, gut. Moment. Warten, bis es sich wieder gefangen hat. So. Gut, was ist denn da hinten? Oh, Bürgerkrieg. I feel better already. Genau. Mann, was geht denn hier ab? Oh, da liegt eine Leiche. Das erklärt so manches. Er hat noch nie in seinem Leben eine Leiche gefunden, ne? Hi there. So. Donut. Hier, Feuer für dich. That's it. You're under arrest. Vergiss es. Was gibt's da zu gaffen? Hört auf zu gaffen, ich hab voll die Angst, wenn ihr mich da angafft. Hey, sie! Ich will noch einen! Bitte! Die schmecken so gut! Daneben nicht! Oh, mir geht's nicht weiter. Was ist das für ein Müll? Wow! Da kann man super Fußball spielen. Was zum... Okay, ich nutze jetzt meine Hand, greife sie jetzt auf. Super Arm, und zwar so. Bam! 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 Treten! Angriff! So macht man das. Wow, oder auch nicht. Ich gehe weg. Oh Gott, ich habe nur noch 5 Dinger. 5 Leben oder Herzen oder... Ja, Herzen passt eigentlich. Lauter Polizeiautos. Scheiße, dass wir nicht so GTA-mäßig einsteigen können. Naja. Oh. 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 Wer auch immer das war, er ist bestimmt total psychisch gestört. Naja. Gut, dann... Was machen wir denn jetzt? Was steht da auf seinem Rücken? Hey, warte, ich will ja nur lesen, was da steht. Was steht da? Was steht da? Jetzt bleib doch mal stehen. Junge. Junge. Ich hab doch nur eine Knarre, ist doch völlig normal. Könntest du dich mal beruhigen? Die haben Probleme, ich schwör. Ey, ich schwör, die haben voll die Probleme, ey. Was? Ich hab doch nur eine Waffe in der Hand, mehr nicht. Oh mein Gott, er hat uns ins Jenseits befördert. Ich bin beeindruckt. Das Spiel ist so realistisch. Ja, gut. Ich glaube, das ist jetzt die perfekte Stelle, um zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim 500-Abo-Special wieder. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen, wenn das auch ein bisschen brutal war. Aber ja, gut, dann ja. Dann mache ich jetzt mal Schluss und dann sehen wir uns bald wieder. Also, bis dann. Ciao.